Ja Leute, und willkommen zurück oder willkommen zum wohl ersten Dokkan Battle Video auf meinem Kanal. Und zwar habe ich jetzt 232 Stones. Die habe ich mir zwar nicht gekauft, aber ich habe sie halt gespart gehabt. Okay, was heißt gespart? Ich habe ungefähr so 50 Stones gehabt. Hab mir aber noch ein paar dazu gekauft eben, ja. Halt für das Video. Sorry, ich bin ein bisschen aus der Puste. Hört man alles gut? Moment, ich mach ein bisschen lauter. So, das ist zu laut. Passt. Ich zeige euch mal kurz meine Charaktere, die ich jetzt aktuell habe. Auf dem zweiten Account. Das ist mein zweiter Account. Ich habe einen Hauptaccount, aber bei dem will ich mir alles wirklich selbst verdienen. Der zweite Account ist so schon halt wieder so ein kleiner Neuanfang, wo ich ein bisschen was andere Sachen probieren will. Diese Charaktere-List. Sorry, wenn ihr jetzt meine Maus mithört. Damit zum Beispiel jetzt Super Saiyan Goku, den hat man damals vorher, glaube ich, jeder bekommen, damit man auf komplett maximieren kann und sowas halt. Und habe ich diesen Dude, den Goku Black LR. Ich habe damals im Single Summon gezogen. Ich war so froh gewesen, so verfickt nochmal froh gewesen, dass ich den gekriegt habe. Dann habe ich hier noch, Goku Black. Da habe ich den normalen Vegetto. Auf den ich mich echt sehr stolz war, weil den habe ich so gut wie nie gezogen gehabt. Und den Kaioken Goku habe ich auch noch. Dann habe ich noch diesen Dabra, den kriegen wir im Barbershop. Und der ist eigentlich nicht so schlecht, der ist eigentlich ganz gut. Für eine Mono-INT oder überhaupt INT-Team. Da habe ich Ultra Instinct Song Goku. Holy shit! Ich habe mir schon auf 5 von 10 SA und auch mit Dupe geboostet. Wie Dokkan Battle funktioniert, muss ich glaube ich das nicht erklären, weil es gibt so viele YouTuber, die wissen, wie die sich darauf spezialisiert haben, deswegen brauche ich das nicht zu erklären. Denn den Muten Roshi habe ich auch von der Barbershop, den kann man auch awaken, also TO machen. Diesen Vegetto, der wird auch zu erklären, das ist die größte Verarsche aller Zeiten, die einen gegeben haben. Weil die hat man gekriegt, aber man kann ihn nicht awaken. Also noch nicht, es kommt noch, aber noch nicht. Dann haben wir den normalen Goku Black. Den normalen Vegetto, den habe ich fast auf 10 von 10, what the fuck. Okay, da habe ich jetzt ein paar sinnlose Charaktere. Das machen wir mal ganz schnell, damit die weg sind. So. Den Angel Goku will ich behalten, weil den kann man awaken, genau wie den kann man zum Super Saiyan machen. Und den kann man auch zu Super C13 machen, um C13 Fusion. Aber da wir aber dieses Video ist ein Sammelvideo. Ich habe jetzt so weiter, ich habe 232 Stones. Soll ich eigentlich bei Gohan ziehen? Weil ich will gerne diesen Gohan haben. Aber hier gibt es auch diesen Gogeta. Den neuen Gogeta, die INT. Ich kann mal hier zeigen, was ich so gern haben will. Auf jeden Fall der neue Gohan, der ist übelst krass stark. Der Trunks wird auch ganz cool. Nicht so, aber ganz okay. Den will ich so gern haben. Da habe ich bisher, glaube ich, einmal gezogen, aber auf meinem Account, den ich nie benutzen werde. Deswegen habe ich eine japanische Version. Der ist so gut. Der Buu ist auch neu. Der wird zum Buu-Tanks, also Go-Tanks absorbiert. Der Gohan hat auch ein TOR bekommen. Das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Und das ist halt diese SR-Kacke. Von denen würde ich gleich höchstens noch den hier haben wollen und der Rest ist eigentlich so meh. Ja, Janimba wäre vielleicht noch eine gute Sache. Aber hier zum Beispiel ein Ultra Sengoku wäre auch mal nice gewesen für das Typ-System. Den Gogeta würde ich so gern haben. Den Buu, ja, warum nicht? Oder wir machen so, wir machen abwechselnd. Wir ziehen einmal hier Multi Summon. Und einmal hier und so weiter und so fort, bis ich halt alle geopfert habe. Also haben wir hier 100 Steine und da 100 Steine und den Rest machen wir nur Single Summons, okay? Okay, fangen wir an. Mein erster Multi-Summon, also mein erstes Dokkan Battle Summon Video. Ich bin echt gespannt, wie es sein wird. Oh, na, Mr. Satan rechts. Das ist nicht so gut. Ach Gott, das wird nichts. Ich sehe nichts, das wird ein Dead Multi schon. Zell, zweite Form. Okay. C16. Oh! Eine gefeaturete Karte.
Mystic Gohan und Ultimate Gohan. Okay. Das ist Raditz. Das ist Bata. Den hab ich so, ich will seinen Arzt gar nicht mehr sehen, ey. Oh! Der Goku ist gut, der kann zu Super Saiyan 3 werden. Okay, Yamshu, ich bin raus. Ich bin dead Multi. Ja, Guldo. Tenshin Han. Yakon. Ach du Scheiße, den gibt's ja auch noch. Ja. Geil, dead Multi zum Start. Freut mich. Na komm, was? Wir gehen gleich direkt hier zu dem jetzt mal rüber. Ich wechsle einfach mal ab. Da mache ich einen Banner einfach Gohan rein und Ultra Saiyan Go. Oh, come on, Bitch! Oh, aber Instant Super Saiyan. Aber keine Regenbogenschrift. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2? Verdammt! Oh, komm schon, Mann. Gib mir was Gutes. Fangen wir an mit Tenshin an. Gefolgt von Amond. Ist nicht der von Thales? Ja, ne? Pong geht, hey, yay. Baby! Oh Gott, das wird so ein Reinfall. Das wird so ein Reinfall. Ja, ich kann durchkriegen, das wird nichts. Ach Gott. Ja, wow. Oh Gott, ey, das gibt's doch nicht. Aber ich krieg Tickets wenigstens. 4 Stück an der Zahl, wow. Hey, Tickets machen wir auch noch dann am Ende. Gehen wir wieder hier rüber. Ich will diesen Gohan am Unterjanember, der wäre so geil auf dem Account. Komm schon, bitte. Nichts. Nichts. Oh Gott, das wird nichts. Das wird nichts. Ach Gott, ich sehe es jetzt schon. Haben wir Gohan. Videl. Yakon schon wieder. Oh Gott, geh mir weg mit dem, ey. Meine Maus sieht mal, lol. Oh nein, der ist auch scheiße. Auch beschissen. Sag mal, wenn meine Maus jetzt zu sehen bekommt eben. Ach Gott. Ach Gott. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, ey. Komm, enttäusch mich nicht, Mann. Enttäusch mich nicht. Ich will ein SSR wenigstens haben in dem Video. Einen guten. Oh, Regenbogenschrift. Komm, bitte, gib mir wenigstens Super Saiyan 3, bitte. Ach, leck mich doch. Piccolo AGL. GNT, oh Gott, das wird nichts. Das ist das schlimmste Video, was ich mache, ey. Das ist echt nicht wahr, ey. Ach Gott. Ach du Scheiße. Es gibt's doch nicht. 6 Tickets, ja okay. Nimm ich als Trostpreis an. Kann ich alle bei Barbershop verkaufen gehen? Alle beim Barbershop. Ja, okay, jetzt habe ich noch Hoffnung hier beim Ticket-Banner. Das war hier. Krieg ich ein SSR garantiert. Oh, bitte gib mir was Gutes, bitte gib mir was Gutes, bitte gib mir was Gutes. Ich sehe was Schlechtes. Messer saat an der rechten Seite, keine Regenbogenschriften, nicht mal Super Saiyan. Aber bye guys, als Overfreezer. Oh shit. Bitte sei was Gutes, bitte sei was Gutes. Oh, Bardock, SSR. Hab ich aber schon. Bitte, nee, am Ende noch ein SSR gibt's ja am Ende noch. Also haben. Oh, shit. Baby. Nice. Und noch ein Goku. What the fuck, was los? Aber das war's. Ach Gott. Na, wir haben mit 3 SSR gezogen. Yay. Yeah. Naja, wir haben noch die Möglichkeit. Machen wir mal hier. Hier wird doch keine SR kommen, aber wenigstens etwas. Oh, 4 Schiffe.
Poseidon, okay. Okay. Yo! Super Saiyan Trunks Future! Super Saiyan Rage noch! Oh, geil! Halt zwar nicht den, den ich eigentlich wollte, aber hey, warum nicht? Ich würde aber sagen, die letzten 30 Stones offen jetzt einfach nur in dem Banner. Vielleicht haben wir hier ein bisschen Glück noch, im Single-Sum. Ich habe irgendwie mehr im Single-Sum Glück als im Multi-Sum, wenn ich ehrlich bin. Rechte, linke Seite, Mr. Satan. Aber Super Saiyan. Das wird nix. Aber normal, nur Super Saiyan. Boah, was ist denn Scheißdreck? Ja. Sabon. Okay, gut. Gott, ich hasse diesen Sabon. Ich kann ihn langsam nicht mehr sehen, ey. Meine Fresse. Eigentlich wollte ich den JP ziehen. Aber leider ging es irgendwie nicht. Oh Gott, das wird nervt. Kann ich überspringen. Ach Gott. Ja, C17. Oh Gott, gehen wir los mit den Androids. Ich gehe so auf den Sack irgendwie schon langsam. Nichts und nicht mal Super Saiyan. Was zum Fick. Gott, Popovic. Oh Gott, ich schau nicht hin. Ich schau nicht hin. Jacko. Was aber ein Fehler bei dem Banner zu ziehen. Das war echt ein Fehler beim Banner zu ziehen, ey. Ach Gott, das ist ja gar nichts, Mann. Ich fühle mich hier voll verarscht aktuell. Ach komm, weißt du was, in der letzten Stone? Auch von mir mal hier. Vielleicht haben wir hier auf gut Glück mal irgendwas nochmal. Vielleicht kriegen wir hier auf gut Glück hier noch was. Wäre so schön. Bitte geh mal Super Saiyan rein. Ach, fick dich doch. Nappa. Ah. Ey, ich fühle mich gerade echt verarscht, ne? Ich opfere 200 Stones. Und Tickets noch, ne? Vom Tickets bekomme ich 30 von einem. Und ich kriege nur einmal irgendwas Normales. Ja, leg mich doch. Das ist gar nichts. Wir haben ungefähr von 200 Stones nur 1, 2, 3. 3. Ja, wo ist denn? Ach scheiße, was habe ich jetzt wieder angestellt? Nein. Verdammt. So, nein. Lol. Ach Gott, scheiß drauf. Es waren noch hier eins. Wir haben Super Baby gezogen. Wir haben. Ach Gott, das ist ein gar nicht das beschissenste Ausbeut, die ich hier hatte. Warte mal. Na komm, weißt du was, leg mich doch. Wir haben den gezogen, den guten. Dann haben wir noch Super Baby gezogen. Was war noch drin gewesen? Wo ist denn der Rest davon? Wo ist ein ganz beschissener Rest davon, ey? Gott, kommt jetzt her, Mann. Ach, hier hat man noch den gezogen. Und den hier. No fucking. Das ist unsere gesamte Ausbeute, ne? Müsst ihr euch mal vorstellen.
Der Trunks, der ist eigentlich, glaube ich, sogar der beste Charakter von den ganzen, die wir gezogen haben. Gefolgt dann von Super Baby 2. Entschuldigung. Oh Gott. Das sind alles Charaktere, die ich gar nicht brauche. Ohne Mist. Dann noch Bardock. Und der Goku. Der Goku vielleicht noch zu gebrauchen noch. Nein. Habe ich den Janemba nicht schon mal eigentlich gehabt? Kann ich nicht irgendwie wieder, wie ich es früher hatte? Gott, Alter, ich hasse das. Wo waren die Scheißnummer? Was? HP, Favorite? Special Attack Level? Nein, das will ich auch nicht. Oh Gott. Revival. Ach egal, machen wir es so eben. Das ist ein Witz. Das ist einfach nur ein Witz. Favorite. Damit ich nicht irgendwie lösche aus Versehen. Ach Gott. Leute. Ich bin echt enttäuscht. Ich bin echt einfach nur enttäuscht. Das ist die dümmste Ausbeute, die ich jemals hatte. Die dümmste Ausbeute. Ach Gott. Ach Gott, das ist echt erniedrigend. Das ist echt erniedrigend, ey. Na gut, Leute. Das war's dann mit diesem Video. Ich hab ne Idee. Damit ich wenigstens einen coolen Charakter habe. So. Leute, das war's mit dem Video. Ich bin echt überlegen, ob ich das überhaupt hochladen soll oder nicht. Aber das war's, Leute. Bis dahin. Ciao. Ach, nee, warte mal. Bevor ich das Video jetzt noch beende, sorry, wenn ich das so unterbrechen tue. Wenn ihr noch mehr Dokkan Battle Videos sehen wollt, dann könnt ihr euch gerne mal auf Twitter. Twitter ist bei mir natürlich in der Beschreibung. Und euch gerne bei Twitter mal melden, wenn ihr Stones habt. Ungefähr 150 Stones. Mindestens 150, mehr will ich nicht mehr. Minimum 150 kann auch mehr sein. Das ist ihr euch überlassen. Vielleicht spricht Deutsch. Könnt ihr mir gerne eure Accounts zuschicken. Mit User-ID, Transfercode. Und ich ziehe dann für euch dann, wenn ich das Video dann fertig habe, werde ich auch natürlich die Accounts auch wieder zurückgeben. Ist ja klar, ich behalte sie natürlich nicht. Ich habe hier meine eigenen Accounts, die ich gerne selber aufbaue. Deswegen, wenn ihr wollt, dass ich mal für euch ziehen tue, dann könnt ihr mir eure Accounts schicken. Ich ziehe für euch. Und es wäre auch gut, wenn ihr auch sagt, bei welchem Banner ihr euch für euch ziehen dann soll. Dann ziehe ich auch bei euch für diesen Banner. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne machen. Mich würde es sehr freuen, weil ich mag solche Videos zu machen, überhaupt so Summon-Videos. Ich bin so ein Fan davon. Also allgemein, Summon-Videos auch zu schauen. Das ist ja sogar mein allererstes Summon-Video. Das ist ein bisschen mehr ausgegangen, aber hey. Leute, das war's mit dem Dokkan Battle-Video. Wenn ihr mehr wollt, wie gesagt, könnt ihr mir gerne eure Accounts mit maximal 150 Stones zuschicken. Es kann auch 100 Stones sein, das würde auch okay sein. Mindestens 100 bis 140 Stones wäre ich zufrieden, dann kann ich wenigstens ein Video dazu machen. Deswegen, Leute, peace out, ich bin drauf. Mach's gut.